Der Dinosaurier ist jetzt etwa so 20 cm von meinem Gesicht entfernt. Apple Vision Pro, das ist sie. Mindestens 3.500 Dollar muss man zahlen, wenn man diese Brille kaufen will. Erhältlich ist sie bisher nur in den USA. Und die Brille, die gehört nicht uns, sondern dir, Raphael. Du hast sie direkt importiert aus Miami, hier nach Zürich, zum Ringe Pressehaus. Erzähl kurz, wer bist du? Ja, ich bin Raphael Dickreuter, bin ursprünglich aus Bern, aber ich bin seit 18 Jahren in Amerika. Ich habe in Hollywood und im Silicon Valley gearbeitet und bin spezialisiert auf Augmented Reality. Und ja, es ist ein grosser Moment, dass jetzt quasi mit Apple und dieser Brille ein neues Zeitalter anfängt von Spatial Computing, also Computer, um den Kopf dreht und mit dem jetzt arbeiten kann. Boah, jetzt sehe ich alle Apps hier über den Tisch schweben. Es ist quasi immer dort, wo du hinschaust. Dort klickst du nachher an. Jetzt sehe ich hier einen Schmetterling vor mir rumfliegen, der jetzt hier auf dem Finger absitzt. Jetzt ist schon wieder weg. Bye bye. Ja. Ja, das funktioniert also. Was wir auch mal wissen, ist, die Brille selber hat keine Batterie drin. Das ist alles extern geregelt hier über das Kabel, das hier montiert wird. Es ist nicht magnetisch. Es hält hier wirklich fest drin. Also man kann es nicht irgendwie rausreißen. Wir sind etwa eine Stunde dran. Es ist auch schon ein bisschen warm geworden. Hier oben sind die Lüfter, die dann alles rausblasen. Einerseits der Pass-Through-Mode, da sieht man die Realität durch die Brille durch, überlagert mit virtuellen Elementen. Und wenn man da oben an dieser Krone drückt, dann kann man die ganze Realität eigentlich ausschalten. Und ist da jetzt da mitten in einer Wüste. Ich kann mir sehr gut vorstellen, um sehr viel Zeit mit dieser Brille zu verbringen. Es ist, eine neue Erfahrung. Es ist wahrscheinlich das mutigste Produkt von Apple, das sie seit sehr langer Zeit herausgebracht haben. Wirklich etwas Innovatives. Etwas, was es wirklich besser macht wie alle anderen, ist einfach, dass es extrem hochauflösend ist. Dass die Sachen, die man im Raum platziert, dass die wirklich dort bleiben. Und dass man sich auch einfach etwas ganz Neues zusammenzimmern oder auch komplett in die virtuelle Welt abtauchen. Raphael, wie ist deine erste Erfahrung oder deine erste anderthalb Stunden mit dieser Brille? Was sind deine Gedanken? Also die Auflösung ist unglaublich, aber am meisten bin ich mit dem Eindruck von der Steuerung. Also man schaut einfach mit den Augen und den Gästen. Keine Maus, kein Keyboard und es fühlt sich so natürlich an. Und ja, also schon revolutionär irgendwie. Wo denkst du, wird der Reise hingehen in 10 Jahren, 15 Jahren? Ich denke, die Brille wird einfach sehr wahrscheinlich wie eine Lesebrille sein. Wirklich dünn. Und, also ja, ich glaube, das kann man sich fast noch nicht abschätzen, was alles wird möglich sein mit dem. Wir haben es gesehen, Apple Vision Pro gibt es vorerst nur in den USA zum Kaufen. Wenn und ob das Gerät auch zu uns kommt, das wird sich zeigen.